Ja, servus Leute. Ich habe vor einigen Wochen eine Nachricht mit euch geteilt, dass es Anzeichen dafür gibt, dass Tesla sein Supercharger-Netz für andere Hersteller, für andere Automarken öffnet. Da gab es noch einigen Diskussionsstoff darüber. Man war sich nicht sicher, ob das wirklich so kommt und einige haben doch stark daran gezweifelt. Jetzt hat aber Elon Musk mit einem Tweet auf Twitter alle Zweifel beiseite geräumt. Hier haben wir dann auch schon den Tweet, den ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinke. Hier geht es zum einen um die eigenen Stecker, die Tesla entwickelt hat. Ich habe das also von Google Translate schon mal übersetzen lassen. Das, was aber der wichtigste Part ist, that said, we are making our Supercharger Network open to other EVs later this year. Übersetzt, das heißt, wir machen unser Supercharger Netzwerk noch in diesem Jahr für andere Elektrofahrzeuge zugänglich. Wir alle wissen ja, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, denn die Tesla-Ladesäulen, die Supercharger, sind nicht für jedes Elektroauto geeignet, weil die Anschlüsse einfach nicht an der richtigen Stelle liegen oder die Kabel einfach zu kurz sind. Man muss jetzt also nochmal abwarten, wie Tesla genau das umsetzen möchte. Und ja, mit dieser Zeitangabe Ende diesen Jahres muss man auch vorsichtig sein. Wir alle kennen ja die Elon-Zeit, das kann auch mal locker ein oder 1,5 Jahre später sein. Aber ich denke, die Frage, ob Tesla sein Supercharger-Netz zukünftig für andere Automobilhersteller freigibt, die ist damit endgültig geklärt. Ja, das Supercharger-Netz wird für andere Hersteller geöffnet. Ihr könnt ja auch nochmal euch äußern, was ihr davon haltet, ob ihr ein Fan davon seid, von dieser Entscheidung oder ob ihr das kritisiert. Ich weiß, es gibt Tesla-Fahrer da draußen, die da absolut nicht begeistert sind. Ich muss sagen, ich finde es super, ich freue mich darüber. Die Frage wird sein, zu welchen Konditionen man dort laden kann, aber ich werde das gespannt verfolgen. Ansonsten soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.